Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Mojava 10. Heute geht es um den Forbia Rum Freezer Ucool. Der Einsatzzweck von einem Rum Freezer ergibt sich eigentlich bereits aus dem Namen. Rum Freezer heißt, ja, das ist eigentlich ein Rum-Kühler. Was hier jetzt auffällt, das ist nicht nur ein passiver Rum-Kühler, das heißt, er hat oben nicht nur diese Lamellen, sondern er hat dazu auch noch zwei andere Anschlüsse, die sind für eine aktive Wasserkühlung, die ich dann auch irgendwann mal bei mir einbauen werde. Aber jetzt bin ich immer noch bei Luftkühlung und passiver Kühlung. Das heißt, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Trotzdem stelle ich euch den Rum-Freezer heute erstmal vor. Anders als bei anderen passiven Kühlelementen für Rum-Bausteine ist dieses Kühlelement nun in Schwarz. Die Farbe Schwarz hat ein paar besondere Eigenschaften, was den Infrarotbereich angeht. Ich vermute, dass Forbia sich da Gedanken drüber gemacht hat, weil das natürlich auch für eine aktive Kühlung wichtig ist und deshalb ganz bewusst die Farbe Schwarz ausgewählt hat. Ich kann mich da an andere RAM-Kühler erinnern, die in nicht pink, aber doch zumindest Metallic Blau oder Grün versuchen, sich auf dem Markt zu etablieren. Dieses hier ist in ganz neutralem Schwarz gehalten und das hat, soweit ich weiß, auch einen gewissen Sinn. Das schwarze Material ist im Übrigen Aluminium, was schwarz eloxiert ist, und die oberen Anschlusstüllen sind 8 mm Tüllen. Der RAM-Kühler passt im Übrigen für DDR3, DDR2 und DDRAM. So, ich werde das Ganze jetzt aufschrauben und bin gleich wieder da. Nachdem ich nun den RAM-Kühler aufgeschraubt habe, ergibt sich folgendes Bild. Ihr habt hier zwei Seitenteile, jeweils mit einer weißen Klebefolie, die noch geschützt ist, und dazu dieses Wärmeleitpad. Wozu braucht ihr jetzt noch ein extra Wärmeleitpad? In meinem Fall benutze ich einen Single-Sided Drum, den ihr vielleicht auch zur Hand habt. Der würde so ohne weiteres nicht richtig reinpassen in den RAM-Kühler, deswegen benötigt ihr dazu, falls ihr auch einen Single-Sided-Rum habt, dieses Wärmeleitpad, was ihr bitte möglichst mittig aufbringt. Beim ersten Mal habe ich es auch nicht richtig mittig aufgebracht, jetzt immer noch nicht, aber das ist kein Problem. Ihr könnt das Wärmeleitpad immer wieder abziehen und wieder neu aufbringen. Nachdem das Wärmeleitpad dann hoffentlich richtig sitzt, gibt es nicht mehr viel zu tun. Ihr müsst nun eines der Seitenteile nehmen und, wie im Bild zu sehen, vorsichtig die Folie von der eigentlichen Klebefolie abziehen. So, und dann einmal in dem Fall jetzt den Rahmen umdrehen und diesen so mittig als möglich aufsetzen. Warum so mittig als möglich? Vergesst nicht, ihr müsst den Rahmen schließlich noch wieder auf euer Mainboard bringen. Und euer Mainboard hat rechts und links kleine Halter für den DD-RAM, DDR2 oder DDR3-RAM. Und die sollten ja schließlich durch das Element nicht behindert werden. Nun kommt zu guter Letzt das andere Seitenteil noch drauf. Hier verfahrt ihr genauso. Zuerst die Folie abziehen. Dann ganz einfach aufsetzen. Kurz andrücken und das Ganze verschrauben. Und das war's auch schon. So, jetzt sitzt auch das zweite Seitenteil genau da, wo es hingehört. Und jetzt schaue ich mir das Ganze nochmal im Gehäuse an. Zwei solcher RAM-Cooler lassen sich übrigens auch durchaus nebeneinander anbringen. Es gibt dabei keine Platzprobleme. So, und nun sitzt der RAM-Cooler mit dem RAM da, wo er hingehört. Und ihr seht, das alles ist kein Problem. Zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass die Kühlung, auch wenn sie jetzt erstmal nur passiv ist, ganz gut ausfallen wird, weil der große Noctua NHC14 genügend Luft durch die Gegend pustet, um hier die schwarzen Lamellen zu erreichen. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Mojava 10.